Das ist neu. Gibt es bislang auf keiner Autobahnraststätte in Deutschland. Parkplätze mit Schatten. Carports für weit über 100 Autos. Obendrauf Photovoltaikanlagen, insgesamt 7200 Quadratmeter. Das soll reichen, um mehr Strom zu produzieren, als die Tank- und Rastanlage selbst braucht. Die Photovoltaikanlage wird genutzt, um in einer Elektrolyse, im Elektrolyseur, den Wasserstoff zum einen zu erzeugen für die Betankung, zum anderen Teil in das Blockheizkraftwerk Wasserstoff. Im Blockheizkraftwerk Wasserstoff wird elektrischer Strom erzeugt, der für die Raststätte genutzt wird. Was am Ende übrig bleibt, wird in das Netz eingespeist, in das öffentliche. Energie-Plus-Konzept nennt sich das. Auch das gibt es bislang nirgends an einer deutschen Autobahn. Eine Tank- und Rastanlage der Zukunft soll für Holzenwest werden. So hatte die Autobahndirektion Südbayern das Projekt 2016 ausgeschrieben. Der Entwurf dafür stammt vom Münchner Architekturbüro Allmann Sattler Wappner. Ein spektakuläres Dach empfängt den zapfsäulensuchenden Autofahrer mit Holzplatten aus Weißtanne als Unterkonstruktion, das sich dynamisch bis zum Tankshop streckt. Drunter hat der künftige Kunde die Qual der Wahl. Angeboten wird alles, mit dem man heute und in Zukunft unterwegs sein kann. Konventionelle Kraftstoffe, Autogas, Erdgas, Wasserstoff. 4 Schnellladestationen für Elektroautos und eine neuartige Station zum Nachfüllen von Scheibenreiniger. Die Idee hinter diesem Scheibenreiniger ist, dass man sich die ganze Verpackung der Kanister erspart. Das ist so die Grundidee. Man nimmt also die Zapfsäule, man nimmt die Zapfpistole und führt den Scheibenkleber so in den entsprechenden Tank am Fahrzeug ein. Das anspruchsvolle architektonische Konzept findet im Gastronomiebereich seine Fortsetzung. Auf die hungrigen Gäste wartet direkt nach dem Eingang eine offene Küche mit einem XXL-Designer-Dunstabzug. Ein weiteres Highlight in der Gastraumkonzeption ist die Küchenabluftshaube. Baut man nicht alle Tage in einer Raststätte nicht und auch eigentlich woanders. Es sieht schon, also das Ding ist spektakulär. Neben dem inzwischen üblichen Klettergarten für Kinder soll es auch einen Fitnesspark für Erwachsene geben. Baubeginn war Mitte Dezember. Der kalte Januar hat die Arbeiten verzögert. Trotzdem soll für Holzenwest am 1. September öffnen, als die modernste Tank- und Raststätte Deutschlands.